Ja, da sage ich doch mal Bonjour. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind endlich mal wieder direkt im Gericht. Sondern zuletzt wurde mir das fast ein bisschen zu wenig in diesem Spiel. Aber deshalb lassen wir uns hier nicht länger aufhalten. Es wird schwierig auf jeden Fall, das Volk gegen Aristokraten und Revolutionäre, ohne uns jetzt davon vereinnahmen lassen zu wollen. Es wird schwierig, den nicht freizulassen, sagen wir es mal so, aber hey, keine. Nur ich will dem sicher hier nicht vorgreifen. Wir sind natürlich ein höchst neutraler Richter, gerade weil es hier nur um Mord, Folter und Verstümmelung geht. Oh Gott. Und das hier zum Morgen. Ich sitze hier noch mit dem Teechen. Und dann direkt so eine Geschichte von. Percival Hill. Ja, es ist Brite, okay. Ein Grund, allein schon ihn hinzurichten, aber gut. A 45-year-old British physician, permanently residing in Paris, has been accused of numerous murders of his patients. The doctor's activities drew the attention of the medical world when Parisian bookshops and stands began to sell his book entitled Treatise on the Structure and Development of Tumors. The publication contains numerous engravings that detail growths appearing both on the skin and internal organs of patients. As we were able to ascertain from booksellers, this item, although addressed to a specific audience, quickly disappeared from their shelves. Okay, also er ist ein Arzt, vor allen Dingen auch nicht nur Physiker. Jetzt richtig verstanden? Ja, es geht um Tumore. Around 1 month after the treatise appeared in print, 12 Parisian doctors made a joint denunciation of the author. 12 gleichzeitig, okay. Their opinion, at least 3/4 of the patients on whom Hill performed an autopsy, had no reason to die at such an early stage of the disease. Hence the conclusion that he had killed them to conduct the research. Okay. Ihm wird also vorgeworfen, er hätte seine Patienten ermordet, um ihre Körper studieren zu können, weil sie nicht hätten sterben müssen an den Tumoren, die sie hatten, sagen 12 Pariser Ärzte. The physician's office, located in Section de la Fraternité, has been thoroughly searched. The treatment room was empty and cleaned. However, we came across some interesting information in notes from Dr. Hill's assistant. Gucken wir mal rein. Also, ihm wird quasi vorgeworfen, er hätte, ja, Menschen, ja, ermordet, verstümmelt, etc. Um für seine Forschungszwecke. Lustigerweise kann ich diese Notes ja hier nicht lesen, aber die werden ja dann wohl ein Beweis sein, was hier nicht auftaucht. Dann wird das hier wahrscheinlich zugehören. Es gibt eine Falle. Zwei Fehler sind nur erlaubt. Okay, schauen wir mal. Er ist beschuldigt. Ist ja nicht der Autopsie beschuldigt. Die Pariser Doktorin. Die beschuldigen eigentlich. Das sind Course of Events, dachte ich. Wessen wird er denn beschuldigt dann aber konkret? Also von dem Ding hier. Sein Assistent hat Notizen. Methode, 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 Methode. Methode ist Autopsie eigentlich, dachte ich. Bitte, bitte, bitte. Das gehört dann aber auch in die Course of Events, denke ich. Nee? Interessant. Ist es sein Motiv oder ist dessen beschuldigt? Aber er wird ja nicht beschuldigt, Autopsien gemacht zu haben, sondern er wird beschuldigt, Autopsien an Menschen gemacht zu haben, die er umgebracht hat. Das finde ich ja immer ein bisschen schwierig, quasi das zu deuten, wie es dann gemeint ist. Ich habe nichts dagegen, dass man sich sehr leiden muss. Das gehört aber in die Eventkette. Excuse me, Sir. Okay. Methode. Das ist. Ich check schon wieder dieses Spiel nicht, glaube ich, ganz ehrlich. Ich habe ein Problem. Also.
Der Assistent hat sich Notizen gemacht. Die würden ja quasi als Beweis dienen, aber Beweis in dem Sinne sehe ich hier nicht. Es ist nicht das Motiv, es gehört nicht zur Methode, es gehört nicht zur Eventkette. Es muss das Schuldmaterial sein. Ich check dieses Spiel nicht. Ey, ist jetzt Folge 18 und ich check's teilweise einfach nicht. Das regt mich auch latent auf, muss ich sagen. Oh, fuck, man. It seems that Dr. Hill has forgotten that science is meant to serve people and not the other way around. Ja, und es scheint, als hätte ich vergessen, wie mein Job als Richter funktioniert. Naja, tun wir unser Bestes. Are you Dr. Hill, the author of the treatise on the structure and development of tumors? I am. You're accused of killing your own patients. Do you wish to say something in your defense? I plead not guilty. Okay. Then how would you explain the large number of autopsies carried out in your office? Well, if I only had a trusted helper in Paris, I could perform many more. A doctor's role is to treat the living, not cut up the dead. Well, your patients killed by tumors? Ah, not all. No, some of those unfortunate souls died from infections, accidents or during drunken brawls. Ey, ich meine, wir leben ja auch in sehr ergiebigen Zeiten für solche Leute. Ah, es gefällt mir gar nicht. Wow. Ne? Ich mag ja, dass es ein bisschen schwierig ist und dann kann ich diese Frage stellen. Was your research time consuming? Das ist die Frage, auf deren Grundlage ich mein Urteil fällen muss. Herzlichen Glückwunsch. Of course, the drawing alone takes an extremely long time. Frage beantwortet, fertig. Prozess zu Ende. Ah, Leute! I understand that you needed money to carry out those examinations. Indeed, it would be difficult to finance them with a medical practice alone. Then how did you get the money? From my British publisher Harold Walter Smith, we signed a contract for the publication. He gave me an advance payment. Okay, er hat also im Voraus Geld erhalten. Das ist ja spannend. Anyone who takes money from the British is a traitor. I stay away from politics. Do not dare play dumb. Cooperating with British publishers during a time of war with Britain is politics and perhaps even treason. Scheiße, Mann, er ist... Mann, dieses Spiel. Ganz ehrlich, hättet ihr es besser gemacht? Ich finde das so uneindeutig zum Teil. Und das ist ja auch gut. Also um mal grundsätzlich zu werden. Ich finde, das ist ja... Ich würde mich ja aufregen, umgekehrt genauso, wenn das jetzt viel zu einfach wäre und es offensichtlich wäre. Wenn man sich das quasi aber herleiten kann und sich nachvollziehen kann. Aber ein bisschen Denkarbeit da reinsteckt, dass man dann dahin kommt. Ich habe das Gefühl, dass sich das so doppelt und vieldeutig hier teilweise darstellt, dass das teilweise einfach nicht möglich ist. Meine Meinung. Vielleicht bin ich auch zu blöd. So, jetzt muss ich ein Urteil fällen. Die Jury hat ihre Entscheidung noch nicht getroffen. Ich habe nichts, auf dessen Grundlage ich ihn eigentlich hinrichten oder freilassen kann. Wenn ich ihn zum Tode verurteile, dann rasten die Revolutionäre aus, wenn ich ihn freispreche. Und das muss ich gerade tun, um meinen Job zu behalten. Schlimmes Urteil, gebe ich zu. Ich dachte eigentlich, ich hätte meinen, nach diesem Schauprozess gegen Roland, das ist jetzt quasi wieder im Griff. Letzter Fall war ja auch echt gut, da haben wir alle Fragen aufgedeckt. Jetzt ging gar nichts. So, machen wir noch ein paar schnelle Prozesse hinterher scheinbar. Jean-Noël Pellissier, ne, weil es gerade so gut läuft. And the living stealing from doctors. Ah, das war so eine Doktorgeschichte. You would make appointments with various Parisian doctors. Go to the waiting room, steal an insignificant object from each and leave. He sold the loot for next for nothing at street markets und tot. Durer, Beausoleil, Lebas, three young aristocrats. Oh, es geht schon wieder gegen die Revolution. Ja, okay, weil er wahrscheinlich so ein junger Aufstrebender war. Mel Durer, Gilbert Beausoleil and Luc Lebas almost drank themselves into a stupor. Being in a state of intoxication, they dug up a fresh grave, dragged out the corpse of a convict, threw him on a cart and drove around Paris yelling, "Look, he's lost his head from the revolution." Tod, Leichenschändung und Konterrevolutionär. Olivier Petré, the salt merchant Olivier Petré ordered some special empty weights with he used to
to weight sold. His customers lost 50 grams each kilo they bought. He was not only tricking his customers, but also committing fiscal fraud. Also Betrug, weil er falsche Gewichte benutzt hat. Kommt man dafür unters Schafott? Heute ja, denn ich habe schlechte Laune. Ja. Schnell geht das hierbei. Ruckzuck. Oh fuck, ey. Did he confess? Nein, das hat er nicht. Wurde Dr. Oh, ja, das können wir doch beantworten. Er hat es von seinem britischen Publisher bekommen. How did the doctor force families to allow him to perform a postmortem? Er hat Geld angeboten. Oder für die Behandlung. Oder er hat sie bedroht. Ich glaube, er ist eher ein Mann des Geldes. Oh fuck, Alter. I only see envious people casting false accusations on Dr. Hull. Doctor, I wish you luck in the future. Fight against this disease, you were free to go. Ich glaube, wir begehen einen großen Fehler. Er ist Brite. Was sollen wir denn noch tun? Was brauchen wir eigentlich mehr? What's that supposed to mean? Did he kill them or not? I am not sure I understand. A verdict ready? Eieieiei. Okay, das war nicht ganz richtig. Ja, wir haben uns aber besser stehen wir wieder da. Ja, sagen wir haben das Beste draus gemacht, I guess. Eieiei. Die Statistik ist auch interessant mittlerweile. Tendieren wir doch. Sind wir dem Tode nicht abgeneigt? Fuck! Was kommt jetzt? Ah, wir haben die Bestattung am Laufen. Bestattung. Lovers, yes. The mayor's daughter and Beatrice. Are you sure? More than sure, Alexei. Do you really think that attacking his family is a good idea? Haha, so grinsen, ist gut. That was easy. Showing a scrap of my vulnerable underbelly and some shiny coins were more than enough to make him believe in our friendship. He is like an animal being led to the slaughter. I will slaughter my friend. And he will not even notice the knife. Tja, Monsieur Pasch, ist er wohl in unsere Falle getappt? Seine Tochter ertappt und er in unsere Spielhölle. Designed with class. Congratulations. Thank you. I entrusted the decor to Jacques-Louis David's care. He is an artiste. Yes. I heard that you were friends and political allies. Shall we play? Oh, ein Spiel. Hey, Game of Death. Das Spiel schafft es auch in Folge 18 noch eine neue Mechanik anzuwerfen. Bitte? Warum nicht? Defeat your opponent by achieving the best score possible. Losing may damage your reputation. Turns. The game lost 5 turns. Okay. And the player with the highest total score wins. Okay. Roll 6 dice and hope for the best score. Okay, so weit, so gut. Ich kann eine Runde kaufen. Get your opponent drunk to reduce their chances of winning. Drinking also... Let's you re-roll more dice. Ja, dann. Okay. Also wir haben mit 5 Runden und 6 Mal würfeln wir scheinbar pro Runde. Mehr nicht. Dann schauen wir mal. If you're unhappy with the score, you can re-roll the dice 3 times. During the whole game. The whole game, okay. Gain points for rolling the dice with identical values. Okay, warte. Gain points for rolling the dice with identical values. The higher the number of the dice, the better you score. Okay, weil wir jetzt ordentliche 4 Vierer haben, ist natürlich super.
Check the detailed score and look out for the special score. Eieiei. Kann ich hier was machen? Nee. Kann ich jetzt einzelne oder muss ich alle? Okay, ich müsste alle neu machen. Ich kann nicht einzelne Würfel anklicken. Ich finde, damit stehen wir doch ganz gut da. Ich check jetzt... Ah, hier. Also, wenn ich viermal... Ah, es zählen nur die... Die zählen quasi nur. Die mit dem identischen Wert quasi. Also viermal die vier macht 160. Okay, macht Sinn. Okay, einfach... Das ist ja direkt Mathematik hier. Der Special Score ist einfach die Mega-Straße. Aber ich kann mir jetzt nicht quasi, wie ist es beim Kniffel oder so, dass ich dann einen nochmal rausnehmen kann und zu neu zu würfeln. Ich müsste alle würfeln. The higher the score, the dice, the higher is the scoring multiplier. Ja, okay, das macht Sinn. Aber dann kann ich hier so viel gar nicht tun. Dann sage ich, okay. Reicht mir? A bit of luck would not go amiss. Er hat... Warum hat er jetzt 240? Er hat zwei Vierer. Ah, er hat zwei Vierer, zwei Dreier, zwei Fünfer. Na dann, tschüss. I could use a drink. Werden die Augen schon schwer. Roll the dice. Drei Sechser, zwei Fünfer. Ey, das ist ziemlich gut. 280 schlägt ihn auf jeden Fall. Jetzt habe ich für den Drink wahrscheinlich umsonst reingehauen. Wahrscheinlich hält er nur für die Runde. Ja. Knappes Ding, hä? Okay. Ah, ist nicht so gut, ne? Da würde ich sagen, wir können ja mehrfach nochmal. Nochmal. Ah, okay. Alles klar, dachte ich mir schon. Oder bleibe ich? Ja, 120 ist nicht gut, ne? Okay, also es funktioniert genau. Roll, choose dice to reroll. Ah, ich darf bis zu 4. Er ist jetzt die Frage, ob ich dann noch auf eine Dreier spekuliere oder ob ich komplett rerolle. Weil Dreier ein bisschen low sind. Ja, okay, andererseits. Ist vielleicht nicht so clever, was ich hier gerade mache. Aber ich versuche. Ja, shit. Ich glaube, wir nehmen, was wir haben. Ja. Er bleibt dabei. Okay, er führt 40 Punkte. Wir können noch zweimal neu würfeln. Wir sind ganz schön nah an der Straße, ne? Aber ich hätte jetzt einen Versuch, um eine 3 zu würfeln. Ah, scheiße. 6, 5, 4. Ich würde die... Bitte neu würfeln, und zwar die niedrigen alle. You think this bad luck will turn around? Ja. 3 Fünfer. Oh, das ist nicht so viel. Kann er nicht auch rerollen? Er bleibt dabei. Okay. Klare Führung jetzt für uns. Wir können, glaube ich, noch einmal neu machen. Würde ich in dem Fall auch machen. Das war alles, was niedriger ist hier. Ist ein nettes Spielchen, muss ich sagen. Doch, ich dachte, dadurch, dass man dann nochmal neu würfeln kann, hat was. Spielt sich ganz locker flockig. Ja, okay. Das darf ja nicht zu krass sein. Boah. I assume that you would let me win to gain my trust. I am pleased to be mistaken from time to time. Ich lasse den doch ja nicht gewinnen. Ich habe dir einen ausgegeben, das reicht ja wohl. Und wir sind ganz allein zu Hause. Ah, so, als Story-Event. Hat keinem in der Familie gefallen. Oh oh. Ich frage mich ja, was hier passiert eigentlich. Mein erster Gedanke war vorhin übrigens, dass es wir wären mit Mathilde, aber dann ist mir eingefallen, dass wir die Tochter von Bash beschatten lassen, um diese frevelhafte Beziehung aufzudecken. So. So richtig gut läuft es gerade nicht für uns, oder? Ich habe hier zwei kämpfende... Die kann ich nicht abziehen.
Die kämpfen ja hier scheinbar. Hier attackiert er unseren Heimatbezirk. Jacques-Louis, dann versuche ich es doch mal hier zu... Staking Overlay Section. Ich will, dass du das verteidigst. Die sind blockiert. So richtig schlau werde ich aus dem System auch noch nicht. Bisschen merkwürdig. Ich habe hier und da das Gefühl, das Spiel will zu viele verschiedene Mechaniken. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, sie würden sich mehr auf den Kern ein bisschen konzentrieren, das Gericht, das und diese ganze Einflussgeschichte. Ja, die Intrigensachen, die haben was für sich. Weil es natürlich sich auch gut verknüpft. Aber diese Einflussgeschichte, ich weiß nicht. The assassins who try to take your life must have been paid by someone. Okay, ja gut, kennen wir schon. Arresting Beatrice Caron. Aurelius Gantz will waylay the mayor's daughter and let and her lover at their usual rendezvous. Beatrice will be arrested and wait for what happens next in isolation. We will no longer have any use for Marie. Ja, ich würde sagen, da können wir ruhig mal mit Gewalt reinstürmen und sie festnehmen für diese Tat, 60%. Schauen wir mal, wie sich's ausspielt. Tag 18. Ah, Donville, mein Guter. Ah, ein paar kleinere Fälle. Oh. Und ein mysteriöser Unfinished Construction. Ich habe das Gefühl, es läuft gerade nicht so gut. Bad Relationship mit unserem Herrn Papa. You did not meet your obligation to finish the construction of the statue. In time, Paris is disappointed. Eieieiei. Was haben wir hier noch? Papa. Monsieur Pochard et moi. Oh. Na dann. Was hat er da? Gib das her. Also. Alban Maurice. Used a sick stick to beat Belles Cellier, who was working at her fish stall. According to witnesses, the ruthless blows were punishment for dropping a basket of goods. So, er hat die Arme geschlagen. Was er denn? Ja, tot. Ja, das lässt sich hier am Volke aus. Das geht ja nicht. Rapace Bossonnet. Lucas Rapace and Bruno Bossonnet broke into the house of Marquis de Rouvoy, tied his butler to a chair and beat him for a few hours in an effort to make him tell them where his master was hiding the gold. When they realized he wouldn't talk, they took silver cutlery from the kitchen and ran away. Ich fürchte, wenn ich ihn zum Tode verurteile, würde es den Revolutionären nicht gefallen, aber es ist eindeutig trotzdem tot. Natürlich gefällt es den Aristokraten. Gaume und Sharp. Two Sergeants, Gregory Gaume and Lucien Sharp, have been stealing gunpowder from military warehouses whenever they manage to get hold of a military pass. They sell the stolen goods to hunters and bandits. Stealing from the army is treachery against France. Absolute. Tot. Cedric Compère, a 12-year-old, knocked over a woman passing by, ruining her dress. The boy found it very entertaining. He was then chased by the victim's husband. When caught, he tried to blame his younger friend, who, according to witnesses, had nothing to do with the incident. Du hast Glück, du bist 12 Jahre jung. Paul Dubuisson is a snake oil salesman. A snake oil salesman, gefällt mir. He was caught selling a concoction made of human bones, promising that it would cure hernias. Not only was the panacea effective against the loss of pigmentation, but it also led to many cases of sickness, pain and vomiting. Also ein schlimmes Produkt verkauft, das... Ja, komm.
Hector Pierlot, the owner of a mill, has died after a hearty supper. The victim's wife thinks that her husband was poisoned by their cook, Sébastien Chivoté. A few days prior to his death, Pierlot had prohibited a rendezvous between Chevrolet and his fiancée. Ja, das geht schon klar. So, zack. 50-50. Damit kann die Revolution doch ganz gut leben. So. Thank you. Sehr gern geschehen, mein teurer Freund. Wir können nach Hause gehen oder wir können eine Runde spielen. Ich gehe mal. Das Spiel hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich spiele noch eine Runde. Ah, mit Tonville, mein Guter. I heard you, I would find you here. Ja, dann los, komm. Wie? Ah, ich kann keinen Drink mehr kaufen. Ich hatte Spaß dran. So, zack, das würde ich gleich mal rerollen wollen hier. Oder ich mit 120 starten, ist doch kacke. Ach, gegen Tonville darf ich auch gar nicht so viel. Ne, dann bleibe ich dabei. Schlechter Start, aber kann man nicht viel Besseres gerade draus machen, glaube ich. Oh, stark. Stark, Tonville, stark. Ich glaube, ich werde unsere Ehe hier in diesem Bordell, in dieser Taverne, in diesem Etablissement verzocken. 3, 4 Vierer. Wir könnten versuchen, hier noch was draus zu machen. Noch ein Vierer mehr. Ach, ich glaube, es erstmal. Okay. Nicht so gut für Tonville. Ah, guck mal, jetzt macht er auch neu. Schwach trotzdem. Nicht viel besser geworden bei ihm. Ich liebe dieses Spiel. Oh, 3-6er. Da würde ich jetzt wirklich sagen, okay. Lass es uns versuchen. Afraid to lose? Nein, nicht doch, nicht doch. Ja, doch, 210 kann sich sehen lassen. Ja, zu, oder? Baut jetzt im Stress hin, oder? Nee. Straße ist aber echt hart, wenn man nur einmal neue würfeln darf. Aber wir führen. Ah, 3-3er. Eine 90 ist hart. Würde ich sagen, alles neu. Immerhin. Immerhin. Was macht er neu? Nicht schlecht. Das war natürlich mega zu sehen. 3 Fünfer, 2 Vierer. 20 Punkte Vorsprung. Skills. Ah, mies. Shit, 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 shit. Okay, ich muss komplett zocken, das hier neu zu. Ah, okay, es wird jetzt hart. Gib mir etwas. Ah, nee. Nee. Das reicht nicht gegen Tonville. Aber Spaß hat's gemacht. You were unable to gain a favor. Ah. Allow you to force the prosecutor to sign a report in court, which may save you from losing your post. Ah, das ist quasi so ein. Wie so eine. Komm aus dem Gefängnis frei Karte. Unsere Reputation leidet auf jeden Fall. Weiter. Aber hey. Na gut. Ich dachte, wir. Achso, ja. Shit. Okay, nächstes Mal müssen wir uns hier ein bisschen um die Beziehung, glaube ich, kümmern. Also auf jeden Fall mit unserem Papa. Der Rest sieht ja noch ganz okay aus. Hier sind wir frei jetzt wieder. Das sieht auch okay aus. Hier will ich mich jetzt gerade wegziehen wollen. Warum ist Jacques Jolie David, warum ist er blockiert? Das ist mir nicht ganz klar, ist es mir nicht. Also, du kümmerst dich bitte um den Herrn da. Der ist inaktiv. Warum ist er inaktiv? Weil er nicht vorangehen kann scheinbar hier, ne?
Das war jetzt doch mein Heimatbezirk hier. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß, wahrscheinlich ist er, warum ist er blockiert? Weil er kommt hier nicht raus, weil es komplett eskaliert? Schwierig zu sagen. Ich habe das Gefühl, ich verliere hier aber auch komplett Paris. Weil es hat so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen aufgesetzt für mich. Deshalb, und das ist dann so aus so einem Teufelskreis. Ich komme nicht so in diese Mechanik rein, die fühlt sich so ein bisschen fehl am Platz an und dann interessiert sie mich auch nicht so sehr. Und dann, ja. Beatrice. Traitor. We must convince her to sign a document stating that she is an Austrian spy, that Jean-Nicolas Bache was her source and that she reached him through his daughter. Convince. Why the hell have I been kidnapped and tied to a chair? There are many whores in Paris willing to play that game with you, so judge, will you answer me? Or do you want me to watch you playing with yourself, you dirty old man? Nothing? I've heard that someone's been trying to kill you. And now you've been promoted to the elite group of murderers, the princes of the guillotine. Congratulations. I never asked to be admitted to the club, but I did not get there accidentally either. Yes, I can imagine you need a special something for that. Ah. That sparkle of masculine madness in your eyes. You have to sign this document. Is that a story? Any interesting turning points? Treason and spying for Austria, carried out by you and the mayor of Paris. Such an exaggerated drama. It won't sell. Oh Gott, ich hasse dieses. Noch so eine Mechanik. Dieses Spiel wird mehr und mehr zu einer Hassliebe. Weil manches liebe ich, manches hasse ich. What do we need? Why should sign rationally? Why she should sign? Als Drohung gemeint. Naja, dann versuchen wir es hier doch mal so und so und. Das haben wir noch nie versucht. What will she get out of it? France will not accept the union of two women. Zack, komm hier. Ich forme jetzt hier mein Gefühl. Und wir versuchen das mal ein bisschen. I am an excellent publisher. I can sell any story. Sign this document quickly. The boys would like to get off. Okay, das wird uns so gar nicht helfen. I don't care what you must do or what you don't want to do. I'm not afraid of you. A large number of the citizens here in Paris will stand by me. Sebastian hat einen sehr so Eindruck, was man eher manipulativer rangehen muss. Ich glaube, das bringt überhaupt nichts, wenn man jetzt krass auf den Tisch schaut. Here who would stand by you? Has anyone come to help you? Ich glaube, es ist schon besser. No, only I can help you. Ja. Why she should sign. Do you see those guards? I could leave you alone with them for an hour. Most probably, they will rape you, maybe beat you up. Is that what must happen to make the scales fall from your eyes? Ja. Und jetzt versuchen wir es aber wieder Zuckerbrot und Peitsche. Escape the storm that will otherwise not spare you and is indifferent to your feelings for Marie. America is a good place, and the shadow of the revolution will not reach you there. Sign this document. Escape while you still can. Ja, das ist doch ein guter Deal. Ja. Und jetzt hauen wir nochmal drauf, immer im Wechsel. You will be just another anomaly. They will be like street dogs, tearing apart your meat and tendons for the pleasure of it. And you are just and forgiving? Do you understand us? France is a man. You will never feel our pain. You are monsters, all of you. Es ist gut, dass sie auch solche Themen ansprechen übrigens. Doubtful. So, questionable success, okay. Aber man hätte quasi alle richtig treffen müssen oder bei allen Fortschritt machen müssen, um möglichst sie komplett zu überzeugen. Aber success, okay. So, und jetzt wollen wir ein Treffen mit Danton, even with a document signed by Beatrice. Also, sie hat unterschrieben. We still do not have a complete hold on the mayor. He could still ask his silver-tongued friend Danton for help.
Pasha needs to be entirely alone. If we do not convince Danton to take our side, we will lose. Wir haben keine Wahl, wir müssen ihn überzeugen. Georges Danton. So, ich würde sagen, mit Danton beschäftigen wir uns in der nächsten Episode. In der Zwischenzeit lest doch nochmal Georg Büchners Dantons Tod. Das ist wirklich großartig. Nein, ich freue mich auf die nächste Episode. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, diese Intrige möchte ich auf jeden Fall noch zu einem würdigen Ende bringen. Und danach werde ich mal so einen Ausblick wagen, wie weit es noch gehen soll, auch in diesem Let's Play. Wir haben ja noch eine Menge andere Projekte auf dem Zettel. Und es ist ja doch echt deutlich länger, als ich dachte, gerade weil es sich jetzt ein bisschen zu einer Hassliebe entwickelt. Aber nur schon mal so als, ich sag mal nicht Warnung, aber schon mal so als Ausblick. Ich bin nicht sicher, ob wir es wirklich durchspielen werden im Moment, weil es doch, glaube ich, wahrscheinlich 3 Akte hat und wir immer noch im ersten sind. Und das jetzt bei Folge 18 oder so. Wir gucken mal. Nächste Folge aber Georges Danton an unserem Tisch. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen.